Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn die fünfte Staffel geht unendlich los. Und heute wollen wir euch unsere neue Rubrik Bimmer Wiki vorstellen. In dieser neuen Serie erfahrt ihr alles Wissenswerte über verschiedene BMW-Modelle. Also fangen wir doch gleich am besten mit dem BMW 3er der E90-Reihe an. Ach und warum ich so aussehe, wie ich gerade aussehe, das hat einen ganz einfachen Grund, aber das werdet ihr im Laufe dieser Staffel noch erfahren. Und by the way, in dieser Folge tauchen noch weitere YouTuber von anderen Kanälen auf. Wenn ihr sie erkennt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Mal sehen, wer von euch eine überragende Aufmerksamkeitsspanne besitzt. So, und jetzt heißt es nicht lange fackeln, keinem Daimler hinterher dackeln, sondern den Kopf mit Wissen vollpacken. Also Freunde, los geht's. Ich glaube, ich habe eine Sache vergessen. Und zwar haben wir... Oh, okay. Jetzt habe ich ja, alles auseinandergenommen. Und zwar wollten wir euch noch mitteilen, dass wir endlich wieder neue Poster haben. Diesmal haben wir den absolut nicen, unübertroffenen und überragenden BMW M4. Auch als Mystery Set mit einem absolut sleeken, wundervollen und traumhaften BMW Z3 M Coupé. Jetzt habe ich das Poster verraten. Wayne, weiter geht's. BMW E90-Reihe. Alles, was du wissen musst. Die Sonne scheint, Ladies shine, I shine, you shine. Ja, der Sommer ist endlich da. Was gibt es da Niceres, als mit einem E93 Cabrio durch die Stadt zu fahren und alle Blicke auf sie zu ziehen? Ja gut, es gibt noch das M4 Cabrio, okay, okay, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wisst ihr, dass BMW mit dem E93 eine unfassbare Lanze gebrochen hat? Womit, fragt ihr? Mit dem Dach. Denn verfügten zuvor alle drei Cabrios noch über ein Stoffdach, entschied sich BMW beim E93 für ein Stahldach. Das war anfangs für viele nicht nachvollziehbar, denn ein Cabrio mit einem Stahldach macht ein Coupé normalerweise total unnütz. Aber nicht so bei BMW. Zwar fiel das lästige Imprägnieren und das Pflegen des Stoffdachs weg, aber aufgrund der Verdeckmechanik in Kombination mit dem Stahldach wurde der E93 unnötig schwer, was sich auch in den Fahrleistungen bemerkbar machte. Allein das reicht anscheinend aus, dass viele doch zum Coupé statt zum Cabrio gegriffen haben. Und weiter geht's. Gab es noch ein paar Tabus, die BMW mit der E90-Reihe gebrochen hat? Bruder, mach diese Thema so, weil keine gute Idee davon reden. Ja, Abu AMG, danke für den Hinweis. Was auch über Jahrzehnte nicht denkbar war und für viele BMW-Fahrer als absolutes No-Go galt, waren turboaufgeladene Benzintriebwerke. Klar, es gab hier und da ein paar BMW-Benziner, die mit Turbos ausgestattet wurden, wie zum Beispiel das M1 Procar oder der 2002 Turbo, aber seit der E21 das Licht der Welt erblickte, gab es bei BMW nur vakuumerzeugende, luftvernichtende, atemluftraubende Saugmotoren. Mit der E90-Reihe änderte sich dies jedoch, denn mit dem 335i setzte BMW erstmals in der Geschichte der 3er-Reihe auf rein Sechszylinder mit Turboaufladung. Auch hier betrachteten die eingefleischten Enthusiasten diese Tatsache sehr, sehr kritisch. BMW jedoch war gezwungen, die Lücke zwischen 330i und M3 zu schließen und das taten sie mit dem 335i. Also merke, der BMW 3er der E90-Reihe war der erste 3er mit turboaufgeladenen Benzinmotoren. Du hast was vergessen, oder? Tatsächlich gibt es zu den Motoren noch einiges zu sagen. Wie zuvor erwähnt, hatte BMW seit der Geburt der 3er-Reihe nur Saugmotoren im Portfolio. Aber was einige schon befürchtet hatten, wurde mit dem Ende der E90-Reihe klar. Die E90-Reihe war die letzte 3er-Reihe mit 6-Zylinder-Saugmotoren. Früher undenkbar, heute absolute Normalität. So, der vorletzte Punkt in Sachen Triebwerke. Die E90-Reihe stellte am Ende ihrer Bauzeit fast einen neuen Rekord auf. Am Ende der Bauzeit verzeichnete man insgesamt 24 verschiedene Motoren, die bei den E90-Modellen zum Einsatz kamen. Davon waren 13 Benzin- und 11 Dieselmotoren. Shish! Hier sind noch einmal alle Motoren im Überblick. Schließen wir ab mit den Motoren und gehen auf andere Dinge ein. Mit der E90 M3 Limousine brachte BMW das erste und bis heute letzte Mal ein M-Modell mit einer komplett unterschiedlichen Front auf den Markt. Die E90 M3 Limousine hatte nämlich exakt dieselbe Front wie das E92 M3 Coupé. Warum BMW diese Wahl getroffen hat, weiß man bis heute nicht. Ein Faktor könnte aber das ungewöhnliche Design des Serien E90 sein.
Wow, das hat sich gereimt. Aber damit nicht genug, denn alle Modelle der E90-Reihe hatten zum ersten und wahrscheinlich auch zum letzten Mal einen V8-Saugmotor unter der Haube. Auch das war ziemlich ungewöhnlich und wurde ebenfalls von reinen Sechszylinder-Fanatikern kritisch betrachtet. Jedoch war BMW einerseits anscheinend dazu gezwungen, ein V8-Modell anzubieten, um Audi S4 und C63 AMG die Stirn zu bieten, und andererseits waren die Sechszylinder-S-Motoren leistungstechnisch so oder so an ihrem Zenit angelangt. Sehen wir es also so: M3-Modelle wie die der E90-Reihe wird es wahrscheinlich so nie wieder geben, und allein das wird dazu führen, dass diese Fahrzeuge später richtig, richtig viel Geld kosten werden. Also, Anlagetipp: Wer sein Geld also vernünftig anlegen will, sollte sich jetzt einen M3 der E90-Reihe kaufen und ihn 20 Jahre wegstellen. Ihr wisst Bescheid. Bevor es weitergeht, hier mal eine Frage an alle Ehrenmänner, die immer bei unseren Umfragen mitmachen. Wie seht ihr den E90? Gelungener Dreier oder der Anfang vom Ende der Dreier? In der Infokarte oben rechts könnt ihr darüber abstimmen. Wir sind gespannt, wie ihr euch entscheidet. Weiter geht's mit innovativer Technik. Mit der E90-Reihe bekam der Dreier erstmals das innovative iDrive-System, was bis heute die Blaupause für viele Infotainment-Systeme darstellt. Pionierarbeit leistete BMW mit der Efficient Dynamics Agenda. Als erster deutscher Autohersteller brachte BMW mit Efficient Dynamics ein Start-Stopp-System, eine Schaltpunktanzeige, ein Bremsenergie-Rückgewinnungsverfahren und eine teilelektrische Lenkkraftunterstützung in die Fahrzeuge, die dafür sorgten, dass man 15% weniger Sprit verbrauchte. Für das Jahr 2007 unglaublich fortschrittlich und weitsichtig. Auch Dinge wie LED-Blinker in Verbindung mit Zählescheinwerfern und Rückleuchten sowie das Doppelkupplungsgetriebe waren für einen BMW der Dreierreihe absolute Neuheiten. BMW sorgte auch erstmals dafür, dass das Coupé und das Cabrio mit höheren Basisausstattungen ausgeliefert wurden als die Limousine und der Touring. So verfügten das Coupé und das Cabrio zum Beispiel schon serienmäßig über Tagfahrlicht und Xenon-Scheinwerfer. In Sachen Sicherheit gab es natürlich auch eine Premiere. Die E90-Reihe hatte im Euro-NCAP-Crashtest als erste Dreiergeneration überhaupt auf Anhieb 5 Sterne geholt. Dafür sorgten unter anderem serienmäßige Airbags für Fahrer und Beifahrer, Kopf-Airbags vorn und hinten, Seiten-Airbags, DSC inklusive DTC und DBC sowie das ABS-System, das mit dem CBC einherging. Puh, ganz viele Cs. Naja, sprich, ganz viele Hilfs- und Sicherheitssysteme. So, kommen wir langsam zum Ende. Wie in einigen unserer Videos thematisiert, waren die Dreier-Kompaktmodelle sehr umstrittene Fahrzeuge unter BMW-Fahrern. Aus diesem Grund trennte man die Kompaktsparte und machte daraus die 1er-Reihe. Trotzdem verkaufte BMW mehr als 3 Millionen Fahrzeuge der E90-Reihe. Wohlgemerkt ohne ein Kompaktmodell. Eine beachtliche Leistung. Zum Vergleich, die E46-Reihe wurde 3,2 Millionen Mal und die E36-Reihe knapp 2,5 Millionen Mal verkauft. Und beide verfügten über Kompaktmodelle. Wer hätte gedacht, dass die E90-Reihe so viel Erwähnenswertes hervorbringen würde? Aber jetzt seid ihr dran, Freunde. Was würde euch zum Kauf eines E90 verleiten? Was wäre der Grund dafür? Und wenn ihr sagt, der E90 ist nichts für mich, dann erklärt uns doch mal, warum, wieso und weshalb. Was wären die Gründe für euch gegen einen E90? Schreibt es uns doch alles gerne mal in die Kommentare und lasst uns gemeinsam darüber diskutieren. So, Freunde, das war's mit dem BAFMO-Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, falls ihr neu seid. Falls ihr die letzten Videos verpasst habt, dann klickt auf das linke oder rechte Bild und vergesst auch nicht, unsere Social Media Kanäle abzuchecken, unsere Webseite und auch unseren Shop, denn wie gesagt, es gibt ein neues Poster, nice, 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 und natürlich nicht vergessen, die Kollegen vom Kartell abzuchecken, die wie immer in der Videobeschreibung verlinkt sind. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ihr seid die Besten, passt auf euch auf, ihr seid so nice und ich bin raus. Das hat sich schon wieder gereimt, Alter. Wie geil.